Herzlich willkommen bei der ersten Q&A-Folge. Bei diesem Format geht es darum, dass ihr mir eure Fragen einfach mal zusendet. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Dazu könnt ihr die E-Mail-Adresse community@kite-buddy.de benutzen oder einfach mal dieses Video kommentieren mit eurer Frage. Und Ziel von dem Ganzen ist es, Fragen von euch zu sammeln und jeden zweiten Mittwoch diese Fragen zu beantworten in diesem Videoformat. Wenn wir genug Fragen zusammenbekommen, dann vielleicht sogar jeden Mittwoch, aber ab jetzt erstmal jeden zweiten Mittwoch. So, okay, dann kommen wir mal direkt zur ersten Frage. Das war, glaube ich, die meistgestellte Frage überhaupt. Ja, was ist denn mit dem Oldtimer-Kite? Also, ich habe da ja schon in der allerersten Podcast-Folge von erzählt. Den Oldtimer-Kite habe ich auf der To-Do-Liste, werden wir machen. Und zwar ist es halt einfach so, erstmal brauche ich jemanden, der mir das Ding zusammenbaut, weil das ist gar nicht mehr so leicht zusammenzubauen. Das kriegen wir schon gelöst und dann sind bei diesem Oldtimer-Kite diese Kite-Ski dabei. Und ich denke mal, wir werden das einfach mal so machen, wenn die Saison startet, werde ich wirklich die erste Session, die ich habe, werde ich die Kite-Ski anziehen und erstmal mit den Kite-Ski aufs Wasser gehen. Mit dem Oldtimer-Kite ist aber auch das Ding, wenn ihr euch mal das Video anschaut davon, das Unboxing-Video, was schon über ein halbes Jahr her ist, ich packe das mal in die Videobeschreibung rein, könnt ihr sehen, der Kite ist wirklich klein. Das bedeutet, dass man so einen Kite nicht bei 12 Knoten benutzt, sondern man benutzt ihn wirklich, wenn man wirklich richtig viel Wind hat, also um die 30 Knoten kann man mit so einem Teil rausgehen. Das sind natürlich auch Bedingungen, wo man noch ein bisschen Bauchschmerzen hat, solche Sachen auszuprobieren, weil sicher ist das ganze System überhaupt nicht. Die Bar aus Aluminium hergestellt, da muss ich Schwimmflügel noch dran bauen, weil die Bar an sich, die schwimmt halt nicht. Und ja, mit dem Kite-Ski gehe ich raus, allererste Session im Anfang April in Bremen gehe ich mit dem Kite-Ski raus. Ja, sonst, ich muss es euch versprechen, weil sonst wird es halt nie was. Das schiebe ich ja ganz halt vor mir her. Ja. Und ganz ehrlich. Ja, man muss zusätzlich natürlich auch sagen, man braucht natürlich auch einen perfekten Tag ein, um das auszuprobieren. Ja, und auch wenig Leute auf dem Wasser, weil es ist halt. Wenig Leute auf dem Wasserlaminar. Ja, und meine Idee ist halt tatsächlich auch dabei, dass es einen gibt, der filmt und einen, der quasi in meiner Nähe ist und sofort losrennen kann, um mich zu retten, falls irgendwas schief gehen sollte halt. Also es ist halt. Ja, auch wenn ein Kite-Ski, das ist auch nicht geil für die Knie, wenn da was schief geht und sowas. Das ist nicht ganz ohne. Aber das Video kommt. Also, vergessen habe ich es nicht. Ich wurde ja oft genug daran erinnert. Okay, alles klar. Zweite Frage. Und zwar, jetzt kam ja in letzter Zeit wenig, was mit Kiten zu tun hatte. Mhm. Wir waren viel mit Mombau beschäftigt. Wie sieht es denn jetzt aus für 2018? Was ist videotechnisch geplant? Also wo bewegen wir uns da? Also videotechnisch, habt ihr ja mitbekommen, habe ich ja echt viel Kamerastuff investiert und dann war der Output halt nicht so hoch, wie er eigentlich sein sollte. Und auch die Qualität der Videos hat sich verändert. Aber ich will in diesem Jahr deutlich wieder Gas geben, viele Videos produzieren in einer hochwertigen Qualität. Dazu habe ich jetzt nochmal zusätzlich investiert. Also es wird hier in diesem Büro, gibt es zwei Arbeitsplätze. Ein Arbeitsplatz für mich, für das Tagesgeschäft, um Bestellungen alles abzuarbeiten. Und ich habe jetzt extra nochmal wirklich kein Standard-Mac bestellt, sondern einen großen iMac mit ganz viel Extras drin verbaut. Der nur dazu da ist, um schnell Videos zu produzieren in 4K in einer richtig hohen Qualität und das Ganze auch mit der Motivation, den Workflow, wie ich die Videos schneide, nochmal zu verbessern. Das bedeutet halt, dass ich Videos in kürzerer Zeit produzieren und schneiden kann. Das so das eine und das andere ist halt, in letzter Zeit gab es halt viele Umbauvideos. Wenigkeiten hat halt zwei Gründe. Grund Nummer eins ist erstmal hier bei uns vor der Tür ist das Kiten verboten. Das heißt, wenn ich kiten gehe, dann muss das schon irgendwo, ja, es ist schon mit einem höheren Aufwand für mich verbunden. Grund Nummer zwei ist einfach, das hier ist Teil meines Lebens. Ich finde dieses Projekt mit dem neuen Laden ist für mich etwas, was ich mir vielleicht in 10 Jahren anschauen möchte. Und deswegen habe ich es halt gefilmt und halt auch ziemlich viele Baustellenvideos gemacht, womit wir jetzt ja glücklicherweise durch sind. Und ich kann jetzt schon mal verraten, falls es auch eine der Fragen ist, es muss eine der Fragen sein, die öfter gestellt wurden, weil ich habe sie ja selbst gesehen, wann ich eröffnen werde. Ich werde mal ein cooles Eröffnungsvideo, Einladungsvideo fertig machen. Ich weiß, dass ich am 7.4. eröffnen möchte. Und zwar aus folgendem Grund. Wir brauchen noch so ein bisschen Zeit hier. Meinen allerersten Laden habe ich vor genau 2 Jahren am 7.4. eröffnet und genau aus diesem Grund möchte ich jetzt diesen Laden 2 Jahre später, Punkt
gleiche Uhrzeit, gleicher Tag eröffnen. Ja. Ja. Wenn wir dann schon bei Zeiten sind, das ist hier Übergänge im Überfluss. Ja. Um nochmal auf YouTube zu kommen. Wie sieht das aus mit Videos? Also was wird jetzt kommen? Auf was für ein Content wird kommen und wird es regelmäßiger kommen? Auf was müssen wir uns da einstellen? Also abgesehen von, dass noch mehr kommt, also im Sinne von, dass wieder regelmäßiger produziert wird, wie sieht das aus? Also die Videos werden sich deutlich zu dem, was man zuvor auf dem YouTube-Kanal verändern. Zur Struktur erstmal vorab. Ich habe es schon immer versucht, aber ich bin selbst charakterlich so ein phlegmatischer Typ und ich mache gerne das, wo ich Bock drauf habe. Und wenn ich Bock habe, 5 Tutorials zu machen, dann mache ich keine Vlogs, sondern ich mache 5 Tutorials und dann kommen wieder 10 Mal nur Vlogs, weil ich da voll Bock drauf habe. Ich versuche in diesem YouTube-Kanal jetzt mehr Struktur reinzubekommen. Das bedeutet, ich möchte gerne feste Upload-Zeiten haben, sodass ihr wisst, jeden zweiten Mittwoch kommt eine Q&A-Folge. Jeden zweiten Sonntag kommt eine Kitespot-Review. Und dazwischen, zu einem ganz bestimmten Tag, kommt immer ein Tutorial und den Rest den Filme mit Vlogs. Und die Vlogs werden sich auch dahingehend verändern, dass ich gerne mit euch auch meinen Tag im Laden teilen möchte. Also ein Vlog ist ja einfach ein Videoblog und da geht es halt darum, einfach so seinen Alltag mal zu dokumentieren und einfach mal zu zeigen. Und ihr werdet mich da begleiten und wir werden richtig coole Sachen noch mit einbauen. Stichwort Kiteboard Pawns. Von solchen Sachen werdet ihr jetzt deutlich mehr hier auf diesem Kanal sehen. Und es ist für mich einfach so, dieses Unboxing, irgendwann macht das einem auch nicht mehr so viel Spaß wie beim ersten Mal, weil es fängt sich an irgendwie zu wiederholen. Und bei diesen Kiteboard-Porns oder Kite-Porns und sowas möchte ich die Schönheit eines Produktes euch präsentieren. Und ihr könnt ja mal kommentieren, ob euch jetzt dieser erste Porn schon mal gefallen hat. Und auch da werde ich versuchen, mich konstant zu verbessern. Nächste Frage. Ja, bleiben wir fast noch beim Thema. Die Kiteboard-Porns und solche Sachen hier setzen ja gewissermaßen jetzt Unboxing-Videos. In gewisser Weise vielleicht auch ein bisschen die Testberichte, weil wir ja tatsächlich sagen müssen, bei TwinTip zumindest sind wir im Moment nicht beim Stillstand, aber ein TwinTip ist mittlerweile ein TwinTip und das fährt sich dementsprechend relativ gut. Ja, Fehler Nummer 1, ich muss einfach mal ein Passwort eingeben. Also Kiteboards sind mittlerweile relativ, da jedes Mal Testberichte drüber zu machen, zieht sich ja ein bisschen. Wie sieht es denn mit Foilen aus? Also wie sieht es da für 2018 aus? Was ist geplant? Wollen wir stärker machen? Vernachlässigen wir es noch, also machen es ein bisschen weniger. Was ist da der Plan? Also Foilen wird in diesem Jahr hoffentlich, ich mache immer so viele Versprechen, dann halte ich sie nicht. Ich kann euch aber sagen, was meine Motivation ist. Meine Motivation ist halt in diesem Jahr wirklich viele Foil-Videos zu machen, weil ich bin die ersten Meter damit gefahren und ich finde das Thema nicht nur, dass es Spaß macht, ich finde es super spannend. Ich finde es spannend, weil bei diesen Testberichten, bei diesen Kites, bei den Boards merkt man jetzt Beispiel Core XR5 Kite, Anton 3K Board, wir sind irgendwo angekommen und da sind jetzt nicht mehr diese großen Sprünge, dass ich jetzt wirklich ein Video machen kann und sagen kann, ey, das ist mal wirklich was Neues, da ist wirklich was Großes passiert, das ist ein richtiger Knall für die ganze Kite-Industrie. Das erwarte ich nicht mehr so bei den normalen Produkten. Und beim Foilen finde ich das super spannend, weil da ist es für mich halt auch wirklich ein ganz neues Feld mit den ganzen verschiedenen Flügeln, mit den verschiedenen Mastlängen. Warum haben einige Boards so ein hohes Volumen? Warum gibt es einige Boards, die einfach total dünn, flach und leicht sind? Welche Vor- und Nachteile hat das? Wie fühlt sich das auf dem Wasser an? Das will ich rausfinden in Vlogs. Und im Anschluss an so einen Vlog können wir nochmal kurz das Produkt vorstellen und nochmal über das Produkt sprechen. Nicht in diesem Umfang, wie das jetzt ein 10 Minuten Testbericht ist oder sowas, sondern einfach meine Eindrücke mit euch teilen. Und wer dann Fragen zum Produkt hat, der kann die stellen, der kann mich anrufen, der kann es kommentieren. Oder vorbeikommen und sich einfach ein Foil rausholen und hier vor die Tür kiten gehen. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem Plan.
noch einen Plan, den wir haben, der lange vor uns herzieht. Wie sieht es denn aus mit dem Kite-Buddy-Kompendium? Da steht ja auch noch auf der Liste jetzt seit viel zu lange. Ja, genau. Also mit dem Kite-Buddy-Kompendium, es hat sich halt alles verzögert, weil der Anspruch daran, der eigene Anspruch ist halt echt hoch. Und ich will halt, dass die Fotos halt richtig geil aussehen, dass die Videos unter guten Bedingungen gemacht werden und sowas. Lange Rede, kurzer Sinn, sagt man das so? Ja. Ich werde jetzt im April den Laden eröffnen, auf den Samstag, und am Sonntag fliege ich für eine Woche in Urlaub, und dann komme ich wieder, und sobald dann die Sonne scheint, Sören und ich Zeit haben, gehen wir raus, machen das Ding fertig, und ich hoffe, ich wünsche mir, dass dieses Buch Ende April veröffentlicht werden kann. Ja, genau. Vielleicht noch so zum Abschluss dieser Folge noch eine Frage, jetzt wo es gerade mit einem neuen Laden losgeht, weil die Saison wieder ansteht. Da kannst du vielleicht ein bisschen drüber nachdenken. Was sind denn die Ziele für 2018? Also für die Saison jetzt, vielleicht auch für dich selber zum Kiten. Also was für einen Anspruch hast du bei Kiten dieses Jahr? Wie soll es mit dem Laden vorangehen? Genau. Ja, also mit dem Kiten ist es halt einfach so, wie ich ja schon sagte, ich will mich halt echt mehr aufs Fäulen konzentrieren, öfter mal Fäulen gehen und nicht nur Fäulen benutzen als Leichtwindwaffe, sondern auch an normalen Tagen einfach mal das Fäul auspacken und damit aus Wasser gehen. Ja, wir wollen ja auch noch die Touren fahren. Das ist ja auch noch ein großes Ziel. Genau, also wir wollen halt mit mehreren Leuten Touren fahren mit dem Fäul, wo wir halt wirklich weit rausfahren zu irgendwelchen Leuchttürmen und wieder zurückfahren und das Ganze auch als Vlog dann veröffentlichen. Das ist so das eine. Das andere ist, ich will versuchen, regelmäßiger an anderen Kitespots sein. Eine Sache dafür ist schon, am Montag kommt der allererste Praktikant. Nächsten Monat kommen nochmal zwei Praktikanten dazu. Das heißt, wir haben hier Full House im Laden. Ich freue mich sehr, dass es viele junge Leute gibt, die extra nach Bremerhaven kommen, aus Kiel, sich hier eine Wohnung nehmen, um ein Praktikum hier zu machen. Mit denen zusammen will ich dann auch ihre Homespots erkunden. Das bedeutet, dass in Zukunft nicht nur ich Videos machen werde, sondern diejenigen, die ein Praktikum machen bei mir, werden halt ihren Homespot vorstellen, und ich werde dann mit denjenigen zum Spot fahren und mit denen das ganze Wochenende da am Homespot verbringen, viel Film, und die stellen euch dann mal ihren Homespot vor, und da freue ich mich ja halt ganz besonders drauf in dieser Saison. Ja, das ist mein Plan. Zum Abschluss vielleicht mal gesagt, alle Fragen gerne an die E-Mail-Adresse oder auch hier und das YouTube-Video jetzt. Und dann sehen wir uns übernächste Woche wieder. Ja, stellt uns eure Fragen und wir antworten gerne.